Der Bau der neuen Sporthalle in Sögel schreitet weiter voran. Die alte direkt nebenan war schlichtweg in die Jahre gekommen und wurde aus Sicherheitsgründen gesperrt. Seit Dezember vergangenen Jahres laufen die Bauarbeiten an der zukünftigen Sportstätte. Es ist eine Dreifeldhalle, eine klassische Dreifeldhalle mit einem angegliederten Gymnastikraum, der insbesondere für die theoretischen und praktischen Lehrgänge der Kreissportschule dient. Darüber hinaus findet dort auch Behindertensport statt. Wir haben auch, was natürlich gerade für den Kreissportbundbetrieb am Wochenende wichtig ist, für die vielen Begleiter der Talente, die hier in Sögel geschult werden, wir haben eine Tribüne. Die Kosten belaufen sich auf ca. 5,25 Millionen Euro. Diese teilen sich die Samtgemeinde, der Landkreis und der Kreissportbund. Mich freut es natürlich tierisch, dass wir für den Vereinssport, für den Schulsport hier bald tolle Verhältnisse haben. Bis in der neuen Halle Sport getrieben werden kann, dauert es aber noch ein wenig. Kommenden Sommer soll sie fertiggestellt werden.